Ja, meine Freunde, heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Da ich darauf angesprochen wurde, dass wohl einige Probleme haben, Pferde einzufangen und diese irgendwie festzustacken quasi, gibt es heute ein kleines Tutorial darüber. Dazu gibt es dann halt zwei Methoden, wie man das machen kann. Die erste Methode ist, ihr sucht euch selber einen Tame quasi, den ihr habt, mit dem ihr reiten könnt. Da würde ich dann natürlich irgendwas Schnelles empfehlen, zum Beispiel einen Löwe wäre geeignet, da dieser ja keinen Blutungsschaden macht. Und dann würdet ihr noch einen Affen am besten benötigen, welcher auf Attack My Target eingestellt ist und dann quasi das Pferd mit seinen Ausscheidungen bewirft. Und es dadurch langsamer macht, was euch dann die Chance gibt, dem Pferd hinterherzukommen, dieses Low zu hauen und dann in die Bola zu bringen. Eine andere Methode ist, ihr seht es hier, ich habe hier einfach geguckt, wie bewegt sich das Pferd und habe das dann erstmal in einem größeren Radius quasi geguckt, wo läuft es gerne lang, wie mache ich das und habe dann quasi so eine kleine Rampen. Aufbau hier gemacht und einfach das Pferd mit seinem Flieh-Modus hier reingetrieben. Da es in den meisten Fällen natürlich dadurch, dass es ein Flieh-Modus ist, von euch versucht abzuhauen. Und das meistens straight weg. Nicht immer, es kann ein bisschen Arbeit sein, aber wenn ihr hier sowas vorbereitet habt, früher oder später, kriegt ihr das Pferd auf jeden Fall da reingetrieben. Ja, das solltet ihr also schaffen. Gucken wir jetzt also, das Pferd ist ein Tier 2 Tier, dafür benötigen wir, also dass ihr es benutzen könnt, die Reitstufe 2. Kann euch hier nur empfehlen, das Schleichen Stufe 3 wieder geskillt zu haben und die verbesserte Zähmkompetenz. Auch wie jedes Mal den Spermway Killer hier für die 30% Taming Affinity Boost, wie ihr den bekommt, habt ihr in einem anderen Video, welches bereits online ist, da könnt ihr gucken. Empfehlenswert, wie gesagt, immer ein Affe, der das Pferd dann mit seinen Ausscheidungen bewirft, damit es halt langsamer ist. Und sonst einfach größer bauen wie hier und das Pferd dann durch das Nutzen seines Flieh-Modus quasi da reinzutreiben. Dann gibt es zu sagen, das Pferd isst am liebsten Sugarcane, ja, also Zuckerrohr. Das benutze ich jetzt aber für das Video nicht. Wir machen das hier ganz normal mit Berries, um keine optimalen Bedingungen zu haben. Ja, solltet ihr das anderweitig versuchen, ist es auch möglich, wenn sich das Pferd irgendwo feststackt. Ja, das funktioniert auch, aber sonst läuft euch das in den meisten Fällen wahrscheinlich einfach weg. Ist an sich passiv, ihr seht's, wenn ich jetzt aber da, dann komme ich zwar nicht mehr raus, aber zu nah rangehe, dann ne, fängt es an zu fliehen. Und ihr habt es gerade gesehen, es ist straight vor mir weggelaufen. Heißt, wenn ihr da so rangeht und ihr wollt es in die Richtung haben, solltet ihr auch so auf das Pferd gucken, dass es da in die Richtung abhaut. Ja, dann fangen wir direkt mal an. Hoffen wir mal, dass ich es nicht kille. Es ist nämlich leider ein Low-Pferd. So, dann gucken wir mal. Ihr seht es, hier kommt es nicht raus. Hat genug Platz und dann könnt ihr hier auch ganz geschmeidig an den Bauch rangehen. Das sogar im Stehen, das wehrt sich nicht sonderlich viel und dann auch nicht sonderlich gut. Also da könnt ihr ganz entspannt rangehen. Ja, Pferde, ne, super als Tier, wo ihr halt einen Wagen dran packen könnt. Ne? Könnt ihr halt eine Kanone, eine Swivel dranhängen, seid sehr schnell, auch was das Erkunden von Inseln angeht. Kann ich also nur empfehlen, euch da ein paar zu organisieren. So, ihr kommt auch hier vom Kopf dran. Ich mache es immer vom Bauch, finde ich angenehmer. Aber das Pferd ist an sich relativ gut zu tamen. Ja, ihr benötigt einen Stufe 2 Sattel oder halt den Cargo-Sattel, um das Tier zu reiten. Und ja, kann halt noch eine Menge tragen, muss man dazu sagen. Ist sehr schnell, kann springen und ist relativ simpel in so eine Falle tatsächlich reinzukriegen.
Wenn ihr keinen Bock habt, hier sowas zu bauen, oder das ist eine Fläche, wo einfach extrem viel Platz ist und nichts anderes in der Gegend ist, ja, dann nehmt die andere Methode mit dem Affen. Da kommt ihr dann eigentlich, wenn ihr einen Tiger oder einen Löwen habt, definitiv hinterher. Passt bei dem Tiger dann natürlich wegen dem Blutungsschaden auf. Nicht, dass euch das dann doch wegstirbt, was ihr haben wollt. Und wenn es dann mit Ausscheidungen beworfen ist, ist es halt relativ, also verhältnismäßig langsam. Ja. Ja, was kann man noch sagen? Also Pferde sind 1A, wenn ihr natürlich irgendwie versucht, Haunted Treasure Maps oder nach einem Rare-Tier sucht zum Beispiel. Ne, dafür könnt ihr die super benutzen. Sehe auch immer wieder welche im PvP, die benutzen, weil sie halt extrem schnell sind und dadurch halt auch echt schwer zu treffen für die meisten Sachen. Kann euch also da nur empfehlen, legt euch da ein paar zu. Ist auch für den Anfang zum Breeden sehr angenehm, muss ich sagen. Kann man also viel quasi erstmal dran üben, sich ausprobieren. Ja. Ja, also was vielleicht noch ganz interessant zu sagen ist, während das Pferd in der Bola ist, macht euch das nur 20% Schaden von dem Schaden, den ihr normalerweise bekommen würdet. Und ja, das heißt, ihr könnt da sehr, sehr entspannt einfach rangehen. Um es kurz zu zeigen, das Pferd ist quasi hier die ganze Zeit rumgelaufen. Bin dann, wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass das hier das Pferd ist, es guckt mich an, bin hier rangelaufen und es hat sich dann straight umgedreht und sich hier in die quasi Falle verabschiedet. Ja. Na, so haben wir das Pferd. Wie gesagt, präferiertes Food ist Zuckerrohr. Und ja, lässt sich allerdings auch mit allen möglichen Gemüse oder Obstsorten quasi auch noch tamen. Ist also ein sehr entspannter Tame. Gut, ich hoffe, ich konnte euch zeigen und den einen oder anderen kleinen Trick mit dem Affen oder Wissenswertes mit den 20% Schaden, die es dann nur raushaut in der Bola, geben. Wünsche euch viel Spaß beim Tamen und Breeden von Pferden. Bleibt gesund, ne? Passt auf euch auf und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag auf dem Radioactive Server. Bis dann, man sieht sich. Ciao, ciao.